Petersil, Oregano, Majoran, Thymian und Schnittlauch werden von ihr natürlich als Trockengewürze angeboten. Wie arbeitsintensiv Anbau, Trocknung und Abfüllung von Schnittlauch ist, erfahren wir bei einem Besuch bei Biobauern Dieter Böhme in Oberösterreich. Herr Böhme, Sie sind Kräuterbauer im oberösterreichischen Mühlviertel und liefern für unsere Trockengewürze Schnittlauch und Oregano. Was ist denn da zu beachten im Bioanbau von diesen Kräutern? Im Bioanbau ist zu beachten, dass sehr, sehr viel Handarbeit ist. Man muss natürlich auf die Qualität besonders achten. Man muss immer schauen, dass man rechtzeitig schneidet, die Pflanzen intensiv pflegt und sehr, sehr oft die Felder kontrolliert. Jetzt ist ja der Biobauer grundsätzlich sehr strengen Regeln unterworfen, wird ja auch kontrolliert regelmäßig. Was dürfen Sie nicht im biologischen Landbau, was zum Beispiel ein konventioneller Bauer schon darf und damit ein leichteres Leben vielleicht hat, wo sind so Ihre Hürden? Pestizide sind natürlich nicht erlaubt. Pestizide sind Stoffe, die zum Beispiel Unkräuter oder Krankheiten vernichten, sind aber auch bioaktive Substanzen, die natürlich auch für Menschen nicht gut sind. Damit hat man im Biolandbau oder bei Bioprodukten natürlich auch als Konsument einen großen Vorteil, weil man eben da keine Belastung hat. Dünger, synthetische Düngemittel dürfen wir nicht verwenden, wo man natürlich sehr rasch Nährstoffe zuführen kann. Diese rasch zugeführten Nährstoffe führen aber zu einem sehr raschen Wachstum. Dadurch steigt die Anfälligkeit für Pilze, für Krankheiten, ist auch natürlich vom Gesundheitswert besser, wenn die Pflanzen etwas langsamer versorgt sind, können sich auch die Wertstoffe üblicherweise besser ausbilden. Das heißt, der Biobauer bewegt sich in einem Kreislauf, der gesund ist für die Umwelt und gesund ist für den Menschen. Ja, auf jeden Fall. Der Schnittlauch, wir haben jetzt zugeschaut bei der Schnittlauchernte. Beim Schnittlauch ist zu beachten, dass man ihn schneidet, wenn es nicht zu trocken ist, weil sonst kriegt er sehr stark braune Spitzen. Man muss noch relativ oft schneiden, teilweise 7 bis 10 Mal im Jahr. Schnittlauch braucht einen lockeren, feuchten, gut durchlüfteten Boden. Man muss ihn natürlich Unkraut frei halten und immer wieder frisch setzen. Also sehr arbeitsintensiv. Sehr, sehr arbeitsintensiv. Warum sind Sie Biobauer? Aus Überzeugung. Ich möchte einfach diese ganze Sache mit den Pestiziden, diese unterschwellige Belastung, die man immer hat, die an der Gesundheit nagt, möchte ich nicht haben. Und mir tät es am Herz einfach weh, wenn ich mit Pestiziden oder solchen Sachen fahre, wo ich ganz genau weiß, dass ich einen großen Schaden an der Umwelt anrichte. Nachdem der Schnittlauch mit der Hand geerntet wurde, liefert ihn Dieter Böhme zum Schneiden und Trocknen ab. Also da sind wir jetzt beim Herrn Jahn, bei der nächsten Station der Verarbeitung, bis wir beim endgültig getrockneten Schnittlauch sind. Was sind da jetzt die Arbeitsschritte? Es wird geschnitten, dann kommt es in die Kisten rein, wie man es gesehen hat, wird ordentlich verteilt, dann kommt es in den Trockenschrank hinein, dann wird der Schrank zugemacht und die Trocknung eingeschaltet. Die getrockneten Schnittlauchröllchen werden von der Firma Bergkräuter 20 Kilometer vom Schnittlauchfeld entfernt, sorgfältig abgefüllt. Die österreichische Bergkräutergenossenschaft besteht aus 34 Bauern, die sich zur Aufgabe gemacht haben, höchst hochwertige Kräuter und Gewürze herzustellen. Unser Leitspruch, Bio ist unsere Leidenschaft, Qualität ist unsere Passion, zeugt schon ein bisschen von unserer Philosophie. Das heißt, gerade richtig für die ja natürlich Gewürzsorten. Wir haben eine sehr gute Kooperation, wir ergänzen uns sehr gut in unseren Arbeitsmethoden und unsere Gewürze eignen sich einfach sehr gut, um das Jahr natürlich Sortiment zu erweitern. Einen Satz, der so für Sie die Essenz ist der biologischen Landwirtschaft. Einfach im Kreislauf mit der Natur leben, aus der Natur was holen und der Natur wieder was zurückgeben.